Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Match im WWE Survivor Series 2013 Preview. Ja, CM Punk und Daniel Bryan im Tag Team Match gegen Luke Harper und Eric Rowan. Was natürlich echt scheiße war. Die Fans wollten eigentlich ein Traditional Survivor Series Tag Team Match zwischen dem letzten Match mit Cody Rhodes, Goldust, die Usos und hier denn in dem Fall noch The Shield. Das Match war bei Raw, was komisch ist. Einfach bloß, also die WWE hat auch gesagt, dass das Match nur war, weil die Leute das sehen wollten. Was ja wirklich mal nicht schlecht ist, aber eigentlich wollten wir das Traditional Survivor Series Match gerne bei Survivor Series sehen. Und nicht bei Raw und dann auch bitte mit Elimination und nicht einfach nur so. Also, ja, das war alles ein bisschen blöd gelaufen. Und hier haben wir im Prinzip zwei Main Event Superstars gegen zwei, ja, gerade mal so in die Midcard gekommene Tag Team Leute, die eigentlich sowieso nicht viel machen, beziehungsweise noch nicht viel erreicht haben. Klar, Bray Wyatt ist der Anführer und der ist nicht mal im Match. Also von mir aus hätten sie auch da ein Handicap-Tag-Team machen können. Wäre genauso gut gewesen, aber nein, sie wollten ja nur die beiden da reinsetzen. Weiß ich nicht, finde ich blöd. Dann hätte man lieber, wenn man das schon so plant, Rey Mysterio in dieses Match setzen müssen. Und dann Bray Wyatt auf die andere Seite, wenn man jetzt schon kein Handicap-Tag-Team machen will. Ja, jetzt haben wir nun ein ganz normales Tag-Team-Match zwischen der Wyatt-Family und ja den Main-Eventern, möchte ich es jetzt mal sagen. Oder den, was haben sie gesagt bei Raw? Die Best Beards oder sowas? Punk und Daniel Bryan ins ein Tag Team Match zu stecken ist immer eine gute Idee, da die beiden einfach immer ein geiles Match zaubern. Und ja, die Wyatt Family, da hat man einfach gerade im Tag Team Bereich jetzt noch nicht so viel gesehen, außer man guckt, man hat früher NXT geguckt. Ist halt wirklich so, dass das einfach bloß die Schlägertypen von Bray Wyatt sind und viel ist da einfach noch nicht passiert. Natürlich, es sind wieder große Typen und wir wissen ja schon, dass Vince McMahon jetzt gerade die großen Leute wieder pushen will und gerade Luke Harper hat wohl auch in den letzten Matches Vince McMahon sehr überzeugt und das ist natürlich eine gute Sache, aber ich weiß nicht, ob es jetzt schon so, also ich meine, wenn man Vince McMahon überzeugt, dann ist das ja eine schöne Sache. Aber wenn man die Fans nicht so sehr davon überzeugt, weiß ich nicht, ob das so viele Pay-Per-View-Buy-Rates bringt, wenn man einfach, ja, noch nicht viel daraus macht. Denn im Prinzip haben wir hier ein Match, zwei große gegen zwei kleine. In Anführungsstrichen, also es ist jetzt nicht Körpergröße, sondern ja, Publikumslieblinge oder Publikumsgrößen. Main Event gegen Undercard. Das ist für die WWE zwar vielleicht ganz gut gebuckt, für Zuschauer einfach nicht nachvollziehbar. Und ja, vor allen Dingen wollen ja Bryan und Punk Rache an Bray Wyatt nehmen, weil der einfach der Arsch der Mann ist. Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass das Ganze jetzt beim Pay-Per-View aufgelöst wird. Denn Bray Wyatt macht ja nach seinen Anschlägen immer die Bemerkung the Devil make me do this, also der Teufel macht, dass ich das hier machen soll, wie auch immer. Sehr sinnfrei übersetzt. Also der Teufel ist schuld, dass er das macht. Und es gab ja viele Diskussionen, wer denn diesen Teufel spielen sollte. Eigentlich war geplant, hier nach der Kick-Serie kommt Daniel Bryan, aber Luke Harper kommt wieder raus. Eigentlich war ja geplant, Vince McMahon als The Devil herauszustellen. Aber hier der No-Lock oder Yes-Lock oder Lock-Lock. Aber wahrscheinlich wird es jetzt doch Paul Heyman. Vielleicht ist es jetzt auch. Also wir werden gespannt sein, wer hier agieren wird als der Teufel. Und hier ein weiteres Cover, aber auch das wird nichts wegen Roadbreak.
CM Punk geht hier draußen erstmal schön auf Eric Rowan ein. Hier fette Crossline gegen Daniel Bryan. Ja, also dahingehend würde ich sagen, das Match könnte vielleicht doch ganz spannend werden. Weil wenn der Teufel sich herausstellt als, ja, weiß ich nicht, Paul Heyman, ja, dann haben wir wieder die Heyman-Punk-Fehler. Das ist auch scheiße. Das wollen wir eigentlich auch nicht mehr sehen. Also ich wäre schon eher für Vince McMahon oder für einen, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Ja, wir werden es sehen. Viel spekulieren kann man da eh nicht. Sidewalk Slam hier. Oh, und ein Big Boot. Und Punk wird hier gepinnt. Eins, zwei. Nein, das war's noch nicht. Also der Teufel kann es hier echt noch rausreißen. Bray Wyatt wird natürlich alles versuchen, da irgendwie einzugreifen. Vielleicht stecken sie wirklich noch einen damit rein. Obwohl ich jetzt nicht... Ryback. Das wäre natürlich... Das wäre die Möglichkeit. Ryback kommt mit rein, der ja sowieso jetzt gerade eine Fehde gegen Heyman starten sollte. Und Heyman ist der Teufel. Und wenn Ryback dann natürlich auch mit Faceturn, weil das wollten wir ja, hier auf der Seite von Punk und Daniel Bryan steht, könnte man die Fehde zwischen Paul Heyman oder den Heyman-Guys, beziehungsweise Brock Lesnar mit Paul Heyman, gegen Ryback natürlich auch so langsam starten. Ist eine Möglichkeit. Haben wir doch wieder was Gutes gefunden hier. Und Hot Tag von der Wyatt Family. Aber das wird nichts gegen ein Daniel Bryan. Der lässt sich hier nicht so leicht unterbuttern. Ja, da kann man auf jeden Fall echt gespannt sein, was da kommt. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Also das wäre jetzt so ein Szenario, was ich mir denke. Was denkt ihr dazu? Wird das so passieren? Hat Ryback was damit zu tun? Oder wen würdet ihr am liebsten als den Teufel sehen? Jetzt kommt hier das Comeback von Daniel Bryan. Und eine Clothesline hinterher. Und das Cover geht durch. Also Daniel Bryan und CM Punk gewinnen das Match. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Und ja, abonniert mich. Drückt gefällt mir, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video.